Hallöchen am Samstag und wir haben die Mondpause noch bis 6.40 Uhr, ja. Die hat uns erstmal hier, wow, ermatten lassen, zerschlagen lassen. Also das ist wirklich jetzt hier, ich will jetzt nicht sagen, immer eine schlimme oder Kackkarte, ja. Aber es ist natürlich, die 10 der Schwerter ist, wenn ihr selber mit dem Tarot arbeitet, jetzt nicht unbedingt die Karte, die wir uns immer mal wieder wünschen. Dennoch ist sie jetzt hier natürlich auch gefallen und es ist natürlich auch ein Zeichen, dass ich hier auch nichts fingiere, denn das würde euch ja auch überhaupt gar nichts bringen, denn wir haben ja auch einfach mal Tage, wo die jetzt einfach nicht so laufen, wie wir es wollen, ja. So, also wir haben eben die 10 Schwerter, das ist ein gewaltsames Ende, das ist ein Schnitt, das ist ein plötzliches Ende, das, ja, also hier würde ich heute zumindest mal keine Entscheidungen fordern. Wenn ihr jetzt eine Entscheidung einfordert, sei es auch beim Partner oder Wunschpartner, da werdet ihr auf jeden Fall auf Ablehnung stoßen. Also seid ein bisschen gewappnet heute, mit diesen Dingen, diese Dinge herauszuprovozieren. Man neigt ein bisschen dazu, der Teufel verführt einem sogar hier dazu, denn das ist natürlich jetzt auch der Verführer schlechthin, der da mit dazukommt. Und da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein, denn man neigt dann einfach dazu, sich dieser Stimmung hinzugeben, dass man so ein bisschen maßlos ist, dass man dann auch vielleicht, wenn man dieses Nein kassiert hat heute, dass man sich dann so, dass man so ein bisschen maßlos wird und sich so der dunklen Seite eben ein bisschen hingibt. Und da seid ihr wirklich heute davor gewarnt. Also, versucht keine Entscheidungen zu provozieren und versucht euch nicht in irgendein Thema hineinzusteigern. Das wäre heute die ganz wichtige Info. Alles Liebe. Bis morgen, euer Michael.